Herzlich willkommen zur Kategorie Auf ein Wort. Heute mal mit unserem Co-Trainer Patrick Herrmann, den ich mir heute für die Vorschau ausgesucht habe. Hörmi, letzte Saison noch die rechte Außenseite beackert. Jetzt beackerst du die Trainerbank und den Trainingsplatz. Wie war für dich die Umstellung? Ja, ging ja recht schnell, ne? Also Gespräche wurden geführt in der Sommerpause. Belief sich dann, glaube ich, vor 2-3 Tagen, bevor die Saison ja für uns oder für den Auftakt ja losging, mit dem ersten Trainingstag, dass ich dann herausgestellt habe, dass ich dann dem Trainerteam beigehöre und nicht mehr den Spielern, hatte ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit zum Umdenken, Umswitchen. Es hat dann einfach schnell stattgefunden, habe mich aber in meiner Position schnell wiedergefunden. Macht Spaß, muss ich sagen. Von daher traue ich dem Spielerdasein nicht nach, sondern freue mich eher auf die Aufgabe als Trainer. Und gibt es irgendwelche Sachen, die du jetzt so für dich erkannt hast, wo du sagst, so, jetzt habe ich ein bisschen mehr Verständnis für Dinge und Sachen, die draußen auf der Trainerbank passieren, im Verhältnis zu dem, was man als Spieler so erlebt hat? Ja, also der Aufgabenbereich ist natürlich jetzt schon größer, auch wenn natürlich die große Aufgabe eher natürlich Benni zusteht. Ich assistiere ihm ja noch sehr viel bei oder beratschlage ihn natürlich auch in vielen Dingen. Sehe aber auch schon, was dazugehört, also so ein ganzes Team zu führen, alle bei Stange zu halten, bei Laune zu halten, Trainingstage zu konzipieren, das ist natürlich ein bisschen mehr. Da gehört es dann auch dazu, dass man nach dem Training oder vor dem Training natürlich arbeitet. Aber da kann ich mich nur wiederholen, es macht derzeit unmenschlich Spaß, auch wenn leider derzeit die Ergebnisse noch nicht da oder so sind, wie wir sie gerne wollen, lerne ich momentan sehr viel dazu. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ob du so eine ähnliche verkorksten Beginn schon mal hattest. Da hast du dann ganz schnell Nein gesagt. Das glaube ich dir dann jetzt auch mal. Trotzdem, worauf kommt es gerade jetzt in der jetzigen Phase an? Ja, es ist momentan sehr paradox, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt den ersten Spieltag sehe, bis zum vierten, wo wir eigentlich kontinuierlich eine Leistungssteigerung auf dem Platz hatten. Tortonia nehmen wir mal komplett außen vor. Aber eigentlich liefen die Spiele so, dass ich sage, eigentlich müssten wir uns jetzt doch letztendlich mal belohnen. Ja, schwierig, klar, keine Frage. Haben uns den Saisonstart natürlich anders vorgestellt, aber auf der Leistungskurve, wo wir uns gerade befinden, ist das nicht eine Frage der Zeit, sondern ich bin mir sehr, sehr sicher eigentlich, dass jetzt Oldenburg unter dem zu leiden hat, dass wir da endlich mal die ersten drei Punkte auch in der Saison einfahren. Nach dem Holstein-Spiel hieß es, wir haben viele Möglichkeiten liegen gelassen. Jetzt gegen Bremen hieß es, wir haben viele Chancen liegen gelassen. Hat gerade so der Abschluss jetzt bei euch so ein bisschen im Fokus gestanden in dieser Woche? Ja, grundsätzlich. Nicht nur diese Woche, grundsätzlich. Haben wir natürlich auch alle Spiele analysiert, haben schon dabei festgestellt, dass viele Chancen, die wir uns erarbeitet haben, ja, dass der Torwart nicht großartig eingreifen musste, der gegnerische. Wir haben daran gearbeitet, dass unsere Abschlüsse dann auch mal zielgerichteter aufs Tor gehen, dass der Torwart auch mal ein bisschen was zu tun hat, ne, dass man auch auf den zweiten Ball nachgehen kann. Da haben wir schon dran gearbeitet und das wollen wir auch definitiv umsetzen. Mit VfB Oldenburg kommt eine Mannschaft, die ebenfalls so wie wir nur drei Punkte bisher geholt haben und sicherlich auch ihren Saisonstart anders vorgestellt haben. Was wird das für eine Partie morgen? Was erwartet uns da gegen VfB Oldenburg? Ja, ich glaube, beide Mannschaften, Oldenburg sowohl als wir auch, ja, sind heiß darauf, wirklich mal jetzt die ersten drei Punkte einzufahren. Ich glaube, für Oldenburg wird das nochmal ein Tick weit schwieriger sein. Jetzt hier auf dem fremden Platz, wir zu Hause. Sollten endlich mal unser Stadion, unsere Heimat auch zu unserem Palast machen, dass hier die Gegner auch ungern herkommen. Daran haben wir, wie gesagt, gearbeitet und sehe uns dann doch ein Stück weit vorne als Oldenburg. Wird aber ein heißer Tanz, wo vielleicht auch die eine oder andere Chance, die dann auf dem Platz oder auf dem Feld dann kommen wird, wird nicht viele geben, aber die wollen wir dann nutzen und hoffentlich haben wir dann am Ende dann die Nase vorne. Klingt spannend. Hoffen wir, dass das Beste eintritt für uns, dass wir endlich mal zu Hause die ersten drei Punkte holen und unser Publikum auch mal vielleicht zufrieden nach Hause schicken können und die Mannschaft endlich mal ein Erfolgserlebnis feiert. Ganz genau. Jawohl, danke.